Herzlich willkommen und hallo zu einem Part Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich bin der Smurfix. Wir sind hier gerade wieder in der Region von Unterjunon. Beim letzten Mal haben wir hier eine nette Monstrosität gefunden. Danke, dass du mich in Ruhe lässt. Die hier ihr Unwesen treibt. Sieht aus wie aus Hojos Wunderkammer. Und diese treibt hier sein Unwesen. Wir haben uns hier mit der 7. Infanterie zusammengetan. Mein Bros hier, mit dem wir damals hier Junon bezaubert haben. Und hoffentlich können wir es jetzt hier dingfähig machen. Nicht übertreiben, Gravitationsritt. Irgendwie will ich gar nicht wissen, was das macht. Hallo, Tifa. Oh nö. Schlecht. Okay, der ist deutlich knackiger als noch gerade eben. Und es nervt mich, dass er mich die ganze Zeit wegwoppt. So, auf jeden Fall, liebe Leute, ansonsten haben wir mit hier Cisne geredet, was ein sehr schöner, kleiner, emotionaler Höhepunkt hier für mich war. So, machen wir mal hier Eis. Scheinen jetzt nicht allzu sehr zu stören. Holy moly, ist der viel schwerer geworden als gerade eben. Gerade eben haben wir einfach nur mit ihm gespielt. Und jetzt? Komm zu Papa. Komm zu Papa. Komm doch nicht zu Papa. So, Barrett. Mal jetzt nicht. Dieser Hüpfer, den er macht, der ist so unfair, weil du kannst ja echt so schwer ausweichen. Ich sage ja, das sind diese Attacken, der beginnt einfach ohne Umholung. Was heißt das? Will ich das wissen? Leicht resistent gegen Gift, das ist gut zu wissen. Hat mal einer von euch Limit hier voll, nur so nebenbei? Ah, okay. Im Gegensatz zu gerade eben, wo er uns abstößt, wie er uns jetzt anzieht. Was hat... Habt ihr gerade gehört, was Ketziff gesagt hat? Habe ich mir das gerade eingebildet? Der hat doch gerade ein mega Schimpfwort hergenommen, oder? Maximale Wut, bitte. Oh, normaler Phase. So, schnelles Gebet. Holy moly, Mann. Okay. Oh. Achso, ich dachte gerade, er hat mich geheilt. Sah gerade so aus. Aber wie man ihn in den Schockzustand bringen soll, keine Ahnung. Zieh dich zurück. Besonders weil Eis natürlich auch das Furchtbarste ist, die Gegner zu erwischen. So. Üb. So. Tifa, kannst du bitte nochmal Eis hier machen? Ja gut, immer ein bisschen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aber es ist ein geiler Gegner von der Idee. Das finde ich ein sehr cooler Gegner. Also vom Design, mai. Aber so dieses Ding, dass er uns teilweise abstößt, teilweise anstößt. Das Einzige, was halt ultra nervig ist, ist genau der Move, den er macht. Wo du halt mehr oder weniger nicht ausweichen kannst. Weil er beginnt halt einfach. Ich mach das. So. Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme. Ich leg los. So. Jetzt zeige ich dir was. So, jetzt wird er gleich wieder uns anziehen. Sehr schön. Ich übernehme jetzt. Ich
So, Barrett, tiefer Limit bitte und dann sollten wir es geschafft haben. Okay, war definitiv ein knackiger Fall. Haben wir aber trotzdem gut geschafft. Okay, Stufe aufgestiegen, Level 46, Waffenstufe aufgestiegen, was will man mehr? Danke für eure Hilfe. Ma'am. Man sieht ja an, dass du eine Frage hast. Na schön, raus damit. Die Gardisten der 7. Infanterie müssten doch eigentlich in Midgar stationiert sein. Warum sind sie noch hier in Junon? Eigentlich sollte ich dir das nicht verraten. Aber als Dank für deine Hilfe, Befehl von oben. Nach der Parade wurden wir hier stationiert. Noch etwas? Diese Kreatur war ein gemeinsames Projekt der Forschungsabteilung und der Abteilung für Waffenentwicklung. Sie wurde in einer speziellen Unterwassereinrichtung gehalten, konnte aber nach einem Zwischenfall vorgestern flüchten. Die genauen Zusammenhänge werden noch untersucht, aber es heißt, die Anti-Shinra-Verbindungsgruppe hätte ihre Finger im Spiel. Die kennst du doch sicher, oder? Kein blassen Schimmer. Unser Auftrag war es, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Daher haben wir diese Kreatur verfolgt. Wir konnten sie erfolgreich zurückdrängen und somit von potenziell gefährdeten Zivilisten fernhalten. Doch leider war sie zu stark für uns. Nachdem wir uns von ihnen getrennt hatten, sind wir nach Junon zurückgeeilt, um weitere Verstärkung anzufordern. Aber es hieß, man könne uns nicht helfen. Es stünden nicht genug Gardisten zur Verfügung. Blödsinn, Gardisten gibt es genug. Die wollen nicht helfen. Es gibt nämlich das Gerücht um, dass wir uns mit der Anti-Shinra-Bewegung verbündet hätten. Ein Zusammenschluss von Shinra-Gegnern, die über das Land zerstreut und dennoch eng vernetzt sind. Sie alle wollen Shinra stürzen, aber es herrscht keinerlei Einigkeit darüber, wie sie das anstellen wollen und was danach kommen soll. Unter ihnen sind nicht wenige, die ohne Zögern zivile Opfer in Kauf nehmen. Ein rücksichtsloses Pack. Der Ausbruch dieser Kreatur geht garantiert auch auf ihr Konto. Sollte das stimmen, machen wir Behemoth-Futter aus ihnen. Ich gebe zu, dass ich Sorge hatte, ob die Sache gut ausgeht. Aber ihr habt es geschafft, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ihr habt euch dort draußen gut geschlagen. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages mal einen Soldaten befehligen würde? Und dann auch noch einen mit so einer Truppe im Schlepptau. Ein paar Terroristen, eine Ninja aus Wutai, ein Versuchskaninchen und eine Nachfahrin vom alten Volk. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück. In meinem Abschlussbericht wird stehen, dass dieser Sieg einzig und allein der 7. Infanterie Midgars zu verdanken ist. Das heißt, Sie lassen uns laufen? Macht euch lieber aus dem Staub, bevor ich es mir anders überlege. Sonst spendiere ich euch eine Runde Rodeo auf einem Drachen. Wenn wir das alles hier überleben, werden wir uns sicher eines Tages wieder begegnen. Und dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ganze Kompanie, zollen wir unserem Kommandanten Respekt! Salutiert! Wir hätten sie da nicht mit reinziehen dürfen. Für die 7. Infanterie mit Guts! Möget ihr Stolz für eure Heimat bringen. So, wir haben hier alle Missionen abgeschlossen. Nun, schauen wir mal. Nibel haben wir eine, Cosmo haben wir eine, Gongage sind wir fertig. Grasland sind wir fertig. Junon sind wir fertig. Und nun geht es hier wirklich wieder ganz zurück zu unseren Wurzeln. Und zwar nach Kalm. Und das wird jetzt wirklich echt unschön, weil ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass jetzt irgendwas kommen wird mit Broden und dass er halt, ja, nun ein Zombie geworden ist, so wie die anderen. Übrigens, was ich nochmal sagen wollte, ist, das habe ich schon mal gehört, aber leider hier noch nicht angemerkt.
Es gibt in Final Fantasy 7, oh mein Gott, einen Bonus-Dungeon, nämlich die Gelnica. Das ist der schlimmste Dungeon im Spiel, sind die schwersten Gegner im Gesamtspiel, ist absolut furchtbar. Und da hieß es schon mal, einer ist war in der Gelnica und ich denke, so ein Experiment könnte auch da rausgekommen sein. Ist es Beck und seine Bande? Was machen die jetzt hier? Beck GmbH und KOKG? Ganz genau! Ihr kommt übrigens gerade richtig! Wir suchen nämlich neue Leute für die Firma! Wie wär's mit dem Vorstellungsgespräch, wo ihr schon mal hier seid? Ja, Mann, gute Idee! Alles stell gleich! Stell dir vor! Aber sonst geht's noch! Okay, schießen wir los! Erste Frage, wie lautet dein Name? Cloud Strife. Im Ernst jetzt? Cloud Strife! Macht ja ordentlich was her! Dein Name! Dann bräuchte ich mal ein paar Angaben zu früheren Tätigkeiten. Hoho, sag bloß ein Alleskönner. Dann könntest du ja auch alles problemlos für mich erledigen, stimmt's? Den pack ich voll auf Tränen. Wie du dir sicher denken kannst, sind wir von Beck GmbH und KOKG spezialisiert auf die Schädlingsbekämpfung. Was meinst du, wie du unserer Firma am besten helfen kannst? Das war ein Witz, oder? Und zwar ein ziemlich guter. Lass doch mal sehen. Hey? Was los? Könnten wir auf diese richtig unangenehmen Viecher hetzen? Nach gründlicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass du eine gute Verstärkung unseres Teams sein kannst. Gratuliere! 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 Fähigkeiten und Arbeitserfahrung lassen nichts zu wünschen übrig. Auf so einen wie dich haben wir hier schon sehnsüchtig gewartet. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du den anderen Mitarbeitern hier ein Vorbild sein könntest. Auf gute Zusammenarbeit! Ich, Chef, du, nix. Tu, was man dir sagt und wir werden richtig dicke Freunde. Richtig dicke. Wunderbar, dann kannst du gleich mal zeigen, wie du dich schlägst. Und das meine ich wörtlich. Es gibt da eine alte Straße, etwas außerhalb der Stadt. Also Neuling, mach dich gleich mal auf den Weg dorthin und schau nach, wer dort Ärger macht. Sag nicht, dass du das echt machen willst. Nun hab dich nicht so. Wer weiß, ist mal was anderes. Das kann ja weiter werden. Ich glaube, mit dem tun wir Barrett's Beziehung nicht verbessern, sondern eher vergraulen. Oh, seht ihr, wie schön ihr Pico ist. Okay, Leute, dann cruisen wir rein. Oh, muss ich mir sein, oder sind die nochmal schneller geworden? Ja, yeah, Pico ist ja auch ein Rennmonster. Okay, Leute, die Beck K.O. K.K. Heißt es, die hauen mich K.O.? Wahrscheinlich. So, was müssen wir kaputt hauen? Klar, die Stimmung ist kanon. Ich finde, das trifft sehr gut. Wollen die uns da nach auslocken, oder? Böse Wolpies. Wir hätten uns vielleicht nach dem letzten Boss erstmal kurz heilen sollen. So. Cloudy Baudy. Ah, das gefällt mir immer so gut. Ich habe Gebet eingesetzt, Cloud wurde abgebrochen und natürlich sind meine LP weg. Also, weg.
Ah, das muss man wieder tiefer carry, Mann. Tiefer Rampage, Mann. Und nochmal ein Gebet. Wir hatten unser Limit voll. Sind die auch aus Midgar? Kommt mir zumindest irgendwie bekannt vor. Mir macht es irgendwie Sorgen, dass die Gegner alle so schwach sind. Das kann eigentlich nur darauf hinweisen, dass irgendwas Schlimmes gleich noch kommt. Keine Ahnung, tiefer! Okay, verschwende ich meine Blitz. Ja, komm. Ich zähl auf dich! Hier kommt Barret! Na also! Wie schmeckt dir das? Ich war ein Bastard! So, kannst du auch Blitz? Jo. Dankeschön dafür. Und dann schön Schocksisch hinterher. Dankeschön. Alter, hau ich den mal. Was ist denn los, Mann? Was war denn das, Mann? Alter, Cloud hat einfach keinen Bock gehabt, Mann. Ich habe irgendwie die ganze Zeit F4 gedrückt und er hat immer so angehoben und dann hat er wieder aufgehört. Na gut, wenn du cheaten willst, dann... Komm, knock den halt aus. Also schwer sind sie nicht, aber langweilen tun sie wie sonst sowas. Ja, ja, das ist aber nett, dass ihr hinter mir steht. So, Gebet. So, Cloudy Body. Oh, nochmal Chakra. Zack. Nervige Viecher, die Bikes hier. Die sind echt nervig. Wo bleibt die Romantik? Wacht endlich auf!
Boot! Ich glaube fast, die haben... Ausgerechnet mir muss das passieren. Einmal kurz am Reichtum gerochen und schon vergesse ich, woher ich komme. Herhören, ihr Banditen! Die Weg der BH und K.O.K.G. wird hiermit eingestampft. Gleichzeitig verkünde ich die Gründung von Max Beinharter Bikerbande. Schnappt euch die Donnerhüpfel, Leute! Wir sind die neuen Könige der Landstraße! Jermos! 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 Aufsitzen, Leute! Ich will den Fahrtwind spüren! Geht klar, Mann! So, aber ihr seid gefeuert. Aber hey, es gibt immer ein nächstes Wiedersehen. Lasst euch bis dahin nicht abziehen. Cloud versucht gerade wieder lustig zu sein. Nicht schlecht, der Herr. So, sonst haben wir keine Mission. Okay, interessant. Also haben wir nur eine. Das heißt, wir sind Grasland fertig, Juno sind wir fertig. Ozean sind wir ganz sicher noch nicht fertig. So, Corell, Nibel. Ich würde sagen, wir machen... Oh, die Musik. Die Musik gegen Grasland und Juno ist die beste Open-World-Musik. Die ist so mega, mega gut. Ja, nein. Wir gehen erst zum Cosmo Canyon. So, lala. Dachte ich mir fast. Aufzugoberfläche. So. Wappen wir uns in die Stadt Cosmo Canyon. Da wird sicher irgendwas Nettes mit Red sein. Aber ganz kurz davor würde ich mich ausruhen. Denn ihr seht, wir haben hier doch ein bisschen sehr viel MP rausgehauen. Leben ist jetzt weniger aber MP, aber wie gesagt, das hätte jetzt noch 100 Jahre gedauert. Ich bin immer so, ich geiz ja so hart mit MP rum, aber das ist einfach nicht gewohnt, war, das Spiel auf schwer zu spielen. Ich glaube, ich würde es aber jetzt nicht nochmal packen, auf schwer zu spielen. Das ist nur so nebenbei. Halt deine Klappe, danke, Chadley. Okay, ich habe alles aufgekauft, passt. Nein, frag gar nicht, frag gar nichts, frag gar nichts, frag gar nichts, frag gar nichts. Vielleicht, weil ich alle Weltberichte schon abgeschlossen habe, bis auf einen. Reisen ohne Ziel. Okay, zu dem wandern wir gleich, aber davor tun wir uns erstmal im wunderschönen Höhlenhotel Syldra ausruhen. Boah, Leute, ich hätte auch Bock auf so ein Hotel. Also ich weiß, es gibt es sicher auf der Welt, aber so in der Höhle so ein Hotel, das Ding stelle ich mir schon schön vor. So. Bitte kurz erfüllen. Dankeschön, TP und MP-Gehalt. Und wo ist der Wert her? Oh! Leute, schaut euch mal, ich habe einen blinden Fleck in dieser Welt. Einen einzigen. Und selbstverständlich, da gammelt der rum. Aber lassen wir uns davon unterkriegen. Selbstverständlich nicht. Ich muss sagen, die ersten zwei Regionen, auch wenn es natürlich immer doof klingt, wenn die ersten zwei schon die schönsten sind, aber das sind halt einfach meine Lieblingsregionen. Das Ding ist, bei Junon finde ich das halt so cool mit der Musik. Und Grasland ist einfach die schönste Gegend. Und hier im Cosmo Canyon, die Musik vom Cosmo Canyon ist so schön, aber nur im Cosmo Canyon. Die hier Outdoor eher mittelmäßig. CJ, was machst du denn hier? Hey Yuffie, aufgedreht wie eh und je, sehe ich. Ihr kennt euch? Das hier ist CJ. Er ist sowas wie der Informant der Hauptgruppe von Avalanche. Glaube ich zumindest. Und das hier sind meine fleißigen Handlanger. Na sowas. Die Welt ist wirklich ein Dorf. Hast du was gesagt? Nicht so wichtig. Schön, dich zu sehen. Als ich hörte, dass Shinra die Platte auf Sektor 7 fallen lassen wollte, hatte ich anfangs ehrlich gesagt meine Zweifel. Aber nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, habe ich den Leuten von Avalanche Bescheid gesagt und auch meinen Freunden zur Flucht aus den Slums geraten. Ich wünschte, ich hätte mehr getan. Auch all die anderen zum Fortgehen. Wie die Platte alles unter sich begräbt. Die Bilder habe ich auch heute noch vor Augen.
hast die Ansprache von Oberst Lodbrok also auch gehört. All die Shinra-feindlichen Verbände endlich unter einem Dach vereint. Und in Wutai laufen die Fäden zusammen. Ich werde alles für diese gemeinsame Sache geben. Ich bin zusammen mit Nayo und den anderen aus Midgar geflohen. In Cosmo Canyon haben wir uns dann getrennt. Sie meinten, sie wollten sich dort irgendwie nützlich machen. Allerdings waren die drei ziemlich am Boden. Weiß nicht, ob was draus geworden ist. Sagt mal, wie wär's, wenn ihr mir zur Feier unseres Wiedersehens ein wenig zur Hand geht? Bin auf der Straße von einem riesigen Ungeheuer angegriffen worden. Hab's irgendwie abschütteln können, aber jetzt ist mir der Motor abgesoffen. Das Ungeheuer ist bestimmt noch ganz in der Nähe. Könnt ihr euch nicht darum kümmern? Was? Ich meine, wenn du so nett fragst, können wir natürlich nicht Nein sagen. Aber für uns sonst machen wir es nicht. Klar, eine Belohnung ist eingeplant. Dann sind wir dabei! Kannst du diese Kreatur genauer beschreiben? Sie zeigt sich nur, wenn sie angreift. Ansonsten lauert sie unter der Erde. Wenn ihr im Mokri-Laden einen Schwingungsdetektor kauft, könnt ihr das Ungeheuer damit bestimmt finden. Ein Klaps! Diese Mokris haben alles! Das hier, oder? Okay, wir müssen einen Monsterwurm rauslocken. Werden wir machen, aber nicht mehr in diesem Part. Denn nun machen wir erstmal einen kleinen Cut, ganz entspannt. Und beim nächsten Mal geht's dann ja weiter mit Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.